Moin, Jungs und Mädels, und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Mass Effect Andromeda. Wir sind im Gewölbe auf Eladen und schauen mal gerade auf die Karte. Ja, hier müssten wir eigentlich nicht, hier sind wir nicht durchgekommen. Diese Wand hier, so wie die eingezeichnet ist, gibt's gar nicht. Noch nicht, vielleicht kann man die von innen öffnen, keine Ahnung. Und ja, dann kommen wir hier hinten in diese beiden Räume. Das hatte ich mir so ein bisschen gerade als Ziel gesetzt. Ne, hier drüben waren wir schon. Haben die Tür aufgemacht. Wir müssen hier noch die Brücke ausfahren. Die Konsole dafür ist hier. Und dann sind wir halt hier rüber gesprungen quasi. Also hier und dann. Und jetzt will ich mir mal diese beiden Räume hier angucken. Da gibt es ja bestimmt auch was Interessantes. Wenn wir bis dahin durchkommen. Looks like there's a trick to this interface. Ach, schon wieder ein Trick. Let's figure it out. Oh, ich sehe Glyphen da im Nachbarraum irgendwie, ne? Aber da kommen wir halt noch gar nicht hin. Okay. So, schauen wir uns das Ganze mal in Ruhe an hier. Ah, hier ist eine Tür. Die war von der anderen Seite aber nicht da. Oder nicht zu sehen, keine Ahnung. So, hier haben wir eine Reliquienkonsole. Das sieht schwierig aus. Okay, also wir können hier auf jeden Fall anfangen, ne? Da fehlt dieses Viereck. Dann. Fehlt hier. Diese Glyphe, würde ich glatt behaupten. Oh Mann, das ist aber echt tricky, muss ich mal sagen. So, und in diesem Feld hier, in diesem Fünferfeld, fehlen halt einmal diese Satellitenschüssel und zum anderen diese Glyphe. Und da die Satellitenschüssel hier unten ist, schmeißen wir da einfach diese Glyphe hinein. Ich habe keine Ahnung, was die Konsole macht übrigens, ne? Das müssen wir da mal rausfinden bei Gelegenheit. So, und hier müsste sich das ja dann analog lösen lassen. Nee. Tut's nicht. Da fehlen uns nämlich noch drei Glyphen in diesem Feld. Entschlüsselungs-Override. Funktioniert der hier nicht? Ne. Das. Okay, also das hier ist was Schwieriges. Das ist ja cool. So, dann fehlt hier in diesem Feld noch als letztes die lustige Satellitenschüssel. Die muss dann hier stehen. Soweit ist es klar. So, hier in der waagerechten. Na toll, da fehlen uns noch diese Glyphe und diese beiden hier unten. Oha, das ist ja, wow, wie soll man, Moment, ich muss kurz drüber nachdenken, Leute, sorry. Am besten, ich mache hier mal einen Cut und dann komme ich wieder, wenn ich das Ding hier gelöst habe, würde ich sagen. Bis gleich. So, ich habe jetzt hier ein bisschen rumgepuzzelt und ich habe es echt nur mit Raten hinbekommen. Ne? Zuerst habe ich hier diese beiden geraten. Also wir hatten halt diese drei hier noch nicht und diese beiden noch nicht. Die sind jetzt quasi der nächste Versuch, den ich hier mal testhalber aufnehme. Und ich hatte zuerst geraten, halt hier eine Y- und da Splitter. Habe dann festgestellt, das haut hier unten dann am Ende nicht hin. Obwohl das eine einfache Möglichkeit gewesen wäre. Und wenn man das hier so rum aber rät, dann muss man hier oben diese Zeile im Prinzip auch noch raten, damit das hinhaut. Ansonsten schwierig, ne? Also man muss da ein bisschen raten, denke ich. Und ja, das hier ist jetzt der nächste Versuch. Und dann müsste hier auch ganz genauso ein Viereck stehen. Auf jeden Fall. Dann haben wir. Oh, lass kurz schauen. Hier drüben wahrscheinlich diese Senkrechte als nächstes. Da fehlen uns noch die Splitterglyphe, dieses Viereck und das O. Und das Viereck kann nur hier stehen. Und dann kann die Splitterglyphe nur unten stehen. Und das O kann nur hier oben stehen. Alles klar. Also das hätten wir, da haben wir hier diese waagerechte, da fehlen uns noch das Y und
diese komische die Satellitenschüsse haben was, erzähle ich für einen Quatsch. Das Y und das O fehlen uns noch. Da haben wir hier hinten schon das Y, also tragen wir hier dieses lustige O ein. Und dann hier das Y. Und dann haben wir hier in diesem Feld noch zwei. Da fehlen uns noch die Satellitenschüsse. Die muss auf jeden Fall hier, da war sie schon wieder. Die muss hier drüben rein. Und die Splitterglyphe. So, und dann haut es hier mit der senkrechten zumindest auch hin. Dann fehlt uns hier nur noch das O in der waagerechten. Und in der senkrechten fehlt uns die Satellitenschüssel. Das haut soweit auch hin. So, und jetzt müssen wir schauen. Hier fehlt uns noch das Y. So, und wenn das jetzt in alle drei Richtungen hinhaut, ne, also hier haut es hin. Hier haben wir noch keins, im Feld haben wir auch noch keins. Dann müsste das richtig sein. Also ich habe da echt keinen Weg gefunden, das ohne Raten zu lösen. Ehrlich gesagt, ne? Also wenn man das hier geraten hat, das rät man relativ schnell. Und dann hier oben mit diesem Y-Splitter-Glyphe, dass sie halt hier stehen, ne? Das ja, kann man auch einigermaßen schnell raten. Man muss halt nur die richtige Reihenfolge hier auf jeden Fall finden. Ja. So sieht das aus. Und jetzt gucken wir mal. Und diesmal klappt es auch. Sehr schön. So, also das war die richtige Lösung. Auf jeden Fall, was ist passiert? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, da hinten sind wir reingekommen, ne? Hier, die Tür ist immer noch zu, wie es aussieht. Genau, die ist immer noch zu. Warte, eben wurde mir da ein Strahl angezeigt. Ach so, ja, natürlich hier unten zu dem Ding. Das halt immer noch zu ist. So, und jetzt müssen wir mal gucken, was hier passiert. Ob wir da irgendwie einen Hinweis bekommen. Okay, hier kommt zumindest mal nicht so ein Blubbelbubs hoch. Okay, das hat sich jetzt in die Erde gefahren. Das war ja irgendwie nicht so gedacht. Ach so, ah. Vielleicht müssen wir die alle versenken. Na, manche von denen haben halt hier so eine... Okay, also das war schon mal nicht richtig. Das jetzt... du musst auch rumprobieren, oder wie? Also wir nummerieren die einfach mal von links nach rechts durch. Ne? 1, 2, 3, also 3, 2. Das ist schon mal der Anfang. Ist ja gut, wenn man weiß, dass es was richtig und was falsch ist. Das war falsch. Okay, und wenn meine Theorie jetzt stimmt. Dann müsste die jetzt hier auch sich versenken lassen, ohne dass was anderes hochkommt. Ja, also 3, 2, 5. So, dann probieren wir hier einfach die 4 aus. Ja. 3, 2, 5, 4, 1 ist hier die richtige Kombination, wie es aussieht. Ah ja, und da sind jetzt 2 hochgekommen. So, hiermit müssen wir zum Eingang wieder zurückkommen. Pathfinder, that energy barrier will lift when you activate the purification field. Ah, gut, okay, das hat er bei der letzten nicht gesagt, ne? Achso, ist da... Ist da eine Kiste drin? Ah, da scheint eine Kiste drin zu sein. Okay, also die Barriere geht hoch, ja, wenn wir den Bunker aktivieren, gut zu wissen. So, und das müsste jetzt in diesen Sackgassenraum hinten führen. Die riesige Tür. So, und hier kann man scannen. Oh, und das sieht aus wie so ein Datenkern, ne? Und eine Glyphe. Okay. This contains valuable data, Pathfinder. You may want to scan it. Nee, ich will es mitnehmen.
Another relic box? They keep cropping up. Ein Datenmuster, holographischer Datenspeicher, Übersetzung aufgrund von Datenschäden unvollständig. Okay. Mehrere zentrale Cluster können nicht wiederhergestellt werden. Aber vielleicht können wir das lesen, wenn wir hier alle Glyphen gescannt haben. Wir gucken mal gerade. Obwohl die Glyphen uns ja bekannt sind, ne? Das sollte also eigentlich kein Hinderungsgrund sein. Ah, okay, ja, keine Ahnung, vielleicht finden wir da später noch was. Auf jeden Fall haben wir hier alles gescannt an den Wänden. Wir haben diesen Relikt-Datenkern, Datenspeicher mitgenommen, auf jeden Fall. Und da brauchen wir noch einen für Phoebe. Und dann haben wir die neun zusammen. Und da wir wissen, dass es hier einen Architekten auf dem Planeten gibt und die ja auch immer so ein Ding haben, können wir uns auch sicher sein, dass wir das Ding bekommen, bevor wir von Illaaden wieder aufbrechen. Nur angenehm tief hier. So, und dann gehen wir hier hinten ganz am Rand weiter einfach. Gibt es eine Konsole? Was tut die? Ach, die macht nur die Schilde. Okay. Wir machen das einmal testhalber. Ja, die Schilde sind uns ja eigentlich relativ wumpe. Da kann man hoch auf jeden Fall, denke ich. Vielleicht ist es auch ein bisschen sehr hoch. Ich würde aber gern da hoch. Das hier sieht so aus, als wenn es nach oben kommen würde, ehrlich gesagt. Weil hier über den Rand kann man da halt auch nicht hin, so richtig, ne? Ich weiß auch gar nicht, ob da oben irgendwas drauf ist. Festhalten hier, danke. So können wir von hier aus darüber gucken. Aber wir können halt auch nicht so um die Ecke springen, ne? Das geht halt leider auch nicht. So, da ist das Geschütz, das wir ausgeschaltet hatten. Schau mal, ob ich es irgendwie gebacken bekomme. Nee, ich krieg das. Nee, ist zu hoch. Ich krieg dann auch meinen Jetpack nicht ein zweites Mal gezündet. Also keine Ahnung, ob es da was drauf gibt oder nicht. Hier kommen wir auch erstmal nirgendwo hin, wie es aussieht. Aber gut, hier auf der Seite haben wir uns auch noch gar nicht weiter umgeschaut. So, ein bisschen den Sturz hier abbremsen. Ein Schildkondensator, den nehme ich immer sehr gerne mit. So, und hier ist diese Konsole, die wahrscheinlich die Brücke aktiviert. Denke ich mal. Was, gab es denn noch was zu scannen? Nee, ne? Das war nur das eine Ding hier. Okay, schön. Aber wir haben ja hier noch Schutzfelder und sowas. So, kommen wir jetzt hier drüben irgendwie weiter? Ich denke ja nicht, dass sich hier irgendwas geändert hat seit gerade eben. Abgesehen davon, dass ich da auch gar nicht richtig durchkomme.
Ja, praktisch. Ich würde schon gerne wissen, ob da oben irgendwas drauf ist. Mal sehen, vielleicht kann man das von hier hinten sehen, ob sich da noch eine Tür oder sowas verbirgt oder ob wir jetzt hier wirklich alles gesehen haben. Ah, das ruft auch Munition, cool. Doch, ne? Da sind irgendwelche Kisten drauf, glaube ich. Ah, weiß man nicht, kann man nicht sehen. Nee, da scheint... Obwohl, da... Ist das eine Kiste? Oder gehört das zum Muster? Ich weiß es nicht. So, auf jeden Fall wissen wir... Hier drüben ist so ein Feld. Da können wir noch Zeug mitnehmen, sobald wir halt den aktiviert haben, den Reaktor. Es ist halt nur richtig weit weg vom Ausgang. Beziehungsweise der Ausgang ist direkt dahinter, ne? Aber das ist halt einmal diagonal durch diese ganze Kammer hier. Was machst denn du? Ach, das Geschütz aktivieren und deaktivieren? Ja, nee. Das brauche ich jetzt gerade nicht so richtig. So, und dann haben wir halt auch noch... Dann haben wir hier halt auch noch dieses Schutzfeld. Wo ich halt auch nicht weiß, ob sich das dann einfach mit deaktiviert oder ob wir das vorher noch deaktivieren müssen. So, diese Brücke hier funktioniert auf jeden Fall schon mal. Das finde ich vorbildlich. Oh, oh, upsie. Das sah doch nach so einem richtig fiesen, fetten Vieh aus, oder? Ah ne, es ist nur ein Pilger. Ah, halt doch mal still. Ich würde gerne auf dich schießen. Naja, alle haben wir wohl noch nicht erwischt. Von den Viechern sind denn das? Waren da nicht eben noch zwei? Ich hätte schwören können, da waren noch welche. Oh. Oh, da ist ein Geschütz. Glaube ich jedenfalls, ne? Das ist ein Geschütz war gerade. Irgendwie verschwinden die hier aber immer wieder. Haben denn das her? Einmal in Ruhe nachladen. Also dieser Schild ist echt gar nicht so schlecht, ne? Dieser Igel-Schild. This console will activate the purification field. You may want to sweep the area. Before this place tries to kill us, you mean? Ja, ganz genau.
immer derselbe Spruch. Ja, verlegt die Chiffrierungsschlüssel, wir benutzen ja halt echt nie. Deswegen haben wir so viele davon einfach. Aber man wird hier auch damit zugeworfen, ne? Das finde ich nicht so verkehrt. Für alle, die halt nicht so die Geduld haben, da zu puzzeln. Aber dieses schwierige Rätsel zum Beispiel, das konnte man ja gar nicht mit so einem Schlüssel lösen. Von daher, ja, weiß ich nicht. Ja, da hätte ich wirklich mal einen benutzt, weil das hat echt lang gedauert, das zu knacken. Und ich konnte es halt auch nur mit Raten machen. Keine Ahnung, vielleicht sind meine Sudoku-Skills nicht gut genug oder es geht halt nicht ohne Raten, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall war es das für heute, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn wir hier ordentlich Unsinn machen und dieses Gewölbe aktivieren und versuchen zu entkommen und beide Kisten einzusammeln. Mal sehen, ob das geht. Macht's gut und bis dann. Ciao.